So, herzlich willkommen hier am Mittwochabend im Fitnesspark in Bernhausen zu unserer Yoga-Stunde. Ja, wir verbringen die nächsten 45 Minuten gemeinsam. Wir brauchen nur eine Matte, auf jeden Fall vielleicht auch was zum Trinken und ja, ich würde sagen, können wir gleich loslegen. Wir gehen einmal in die sitzende Position, kommt also auf eure Matte tief. Einmal Pobacken rechts und links seitlich rausziehen, sodass ihr auf den Sitzbeinhöckern auf der Matte zum Sitzen kommt und spürt einfach mal ganz bewusst in den Oberkörper hinein, in eure Wirbelsäule, macht die Wirbelsäule mal ganz lang, Steißbein tief. Jeden Wirbelkörper spüren und wahrnehmen und bis ganz nach oben die Kopfkrone nach oben lang machen. Sehr schön. Einmal die Schultern mitnehmen, nach oben ziehen, ganz weit kreisen und nach hinten tief fallen lassen. Sehr schön. Den Oberkörper dabei schön aufrichten. Ihr könnt auch ganz aktiv mal die ganzen Arme mitnehmen. Lang machen, nach hinten tief ziehen, Bauchnabel nach innen ziehen und dann die Schultern weich und tief sinken lassen. Legt die Hände hier gerne auf die Knie ab oder in euren Schoß. Macht den Hinterkopf nochmal ganz lang und schließt für einen Moment die Augen. Lasst den Atem nochmal ganz bewusst fließen, ganz tief einatmen. Und wieder ausatmen. Nochmal ganz bewusst tief durch deine Nase einatmen. Und durch deinen Mund wieder ausatmen. Dem Atemfluss in deinem Körper wahr, bei der Einatmung und auch bei der Ausatmung. Und ein letztes Mal tief und bewusst den Atem spüren. Mit den verschlossenen Augen schließe nun die Aufmerksamkeit nach außen. Und bring die Aufmerksamkeit in dein Körperinneres. Denke die Aufmerksamkeit in dein Herz ganz bewusst und öffne dein Herz. Die hier und jetzt eine Intention. Denke an einen Wunsch. Nimm diesen Wunsch, diese Intention für die ganze Stunde mit. Ganz bewusst nochmal deine Gesichtsmuskulatur locker, die Stirn ist entspannt, die Augen sind entspannt, der Kiefer ist ganz entspannt und die Zunge liegt locker in deinem Mund. Aufkommende Gedanken greifst du für einen Moment auf und lässt sie dann weiterziehen, sodass du ganz bewusst im Hier und Jetzt ankommst. Zu dir, zu deinem Körper, zu unserer gemeinsamen Yogastunde.
dann. Lass deinen Atem wieder tiefer werden. Und wächst dich hier langsam wieder auf. Kannst die Finger bewegen, die Zehen bewegen und deine Augen ruhig noch geschlossen. Mach dich hier mal ganz lang ruhig und streck dich. So wie es dir jetzt in dem Moment gut tut. Nochmal tief einatmen und der Ausatmung wieder ganz zurückkommen. Die Augen öffnen und der Einatmung die Arme nach oben nehmen. Der Ausatmung, bring deine Hände nach hinten, die Finger ineinander verschließen. Zieh deine Arme mit der Einatmung so weit wie es geht nach oben, dass dein Oberkörper aufrecht. Mit der Ausatmung komm hier langsam nach vorne. Finger ineinander verschränkt. Die Arme über den Kopf ziehen und deine Stirn tief. Hier den Atem fließen lassen und dann langsam wieder zurückkommen. Und wieder lösen. Gleich nochmal, einatmen nach oben, mach dich hier ganz lang, spür den Oberkörper hinein, wieder in die Wirbelsäule, mit Ausatmung bring deine Arme zurück, die Finger ineinander verschließen, bring deine Arme nach oben und komm hier mit der Ausatmung wieder nach vorne, tief, so weit wie es geht, Stirn Richtung Boden bringen, die Arme über den Kopf ziehen. Langsam wieder aufrollen. Sehr schön. Bring deine Arme nochmal hier nach oben. Nochmal lang machen. Rechte Hand auf dein linkes Knie und wir drehen uns über die linke Schulter weit nach hinten. Lass dein Oberkörper ganz bewusst aufrecht. Mit der Einatmung längern. Mit der Ausatmung kommen wir weit zurück. Der Blick geht nach hinten. Schulter zieht weit zurück und wieder lösen. Einatmen nach oben, dich nochmal ganz, ganz lang, Fingerspitzen lang ziehen. Ist dein Bauchnabel nach innen und oben gezogen und ausatmen. Linke Hand auf dein rechtes Knie und dreh dich nochmal weit zurück. Hinterkopf lang. Mit der Einatmung wieder längern, mit der Ausatmung leicht zurückkommen. Und langsam wieder lösen. Gut, komm in die Mitte zurück. Deine Hände hier hinten abstellen, die Fingerspitzen zeigen zu deinem Po und bring dein Becken hier jetzt weit nach oben. Brustkorb öffnen, dein Herz Richtung Decke, Richtung Himmel bringen. Schieb deine Schulterblätter hinten zusammen, dein Becken ganz weit nach oben und dann langsam wieder lösen. Gut, beide Füße hier einmal aufstellen, den Oberkörper nochmal weit nach oben aufrichten, langsam tief kommen. Aufrichten und Wirbel für Wirbel zurückrollen, das letzte Mal. Und gut, wir wechseln und kommen in den Vierfüßlerstand. Deine Handgelenke und dann die Schulterblätter absetzen. Die Knie hier unter dem Becken und den Rücken nochmal hoch. Dein Kopf ganz locker hängen. Richtig schön den Rücken Richtung Himmel schieben und drück dich hier mit den Händen, mit den Knien nach oben und dann in die Gegenposition ganz locker lassen. Schultern sanft von den Ohren weg, Kopf leicht zurück, Blick nach vorne mitnehmen und langsam lösen. Wir kommen in den ersten herabschauenden Hund und finden uns hier ganz langsam ein. Die Fersen Richtung Matte bringen, walk the dog, im Wechsel tief bringen und dann so weit wie es geht. Die Fersen absetzen, dein Steißbein Richtung Decke schieben, Bauchnabel Richtung Oberschenkel schieben und dein Brustkorb Richtung Oberschenkel. Deine Handflächen schön auf die Matte, schau, dass dein ganzes Gewicht verlagert ist. Finger zeigen nach vorne und die Finger sind leicht geöffnet. Mit der Einatmung kommen wir
in die schiefe Ebene. Mit der Ausatmung die Knie absetzen und dann ganz gerade tief kommen. In die Cobra. Erstmal ganz sanft einatmen. Mit der Ausatmung wieder zurückkommen in den herabschauenden Hund. Gleich nochmal einatmen. Ausatmen. Ihr könnt auch die Beine gleich gestreckt nehmen. Wählt eure Variante und wechselt wieder zurück in den herabschauenden Hund. Und ein letztes Mal einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und wieder aus. Gut. Rechtes Bein nach vorne, linkes Bein dazu. Einmal tief kommen in die Vorbeuge. In der Einatmung ganz nach oben kommen. Mach dich hier lang in den Berg. Und mit der Ausatmung bring deine Arme seitlich tief. Und nochmal einatmen. Gerade Rücken tief kommen in die Vorbeuge. Halbe Vorbeuge. Ein Bein nach dem anderen zurück in die schiefe Ebene und langsam wieder tief gehen. Cobra, wenn ihr wollt, auch in den herausschauenden Hund. Dabei sind die Beine weg von dem Boden. Und der Fuß liegt hier auf. Der Wechsel zum herabschauenden Hund. Gut, einatmen, rechtes Bein nach oben. Dich ganz, ganz lang. Dreibeiniger Hund. Mit der Einatmung in dein Knie an die Außenseite von deinem rechten Ellenbogen. Mit der Einatmung wieder nach oben schieben. Mit der Ausatmung an die Außenseite von deinem linken Ellenbogen. Und noch einmal. Komm in die Mitte. Dein Knie Richtung Brustkorb ziehen, hier für einen Moment halten und dann langsam dein Bein hier absetzen. Bring dein hinteres Knie tief, den Oberkörper wieder aufrichten, Becken nach vorne, spür hier die Dehnung. Oberkörper aufrichten, einatmen und wieder ausatmen. Komm hier langsam zurück, zieh deine Fußspitze an und zieh hier nach vorne. Gut, nochmal einatmen. Dich lang. Der Ausatmung, den Po zurück. Vordere Fußspitze anziehen. Nimm deine Arme, deinen Oberkörper nach vorne. Und das letzte Mal. Gut, bleib hier. Po zurücknehmen, den Oberkörper nach vorne tief. Vordere Fußspitze angezogen. Und dann die Arme einmal absetzen. Nochmal tiefer kommen. Po weit zurück. Spür in deinen Oberkörper hinein. Mach dich lang. Und langsam wieder lösen. Gut. Rechtes Bein. Zurück nach hinten absetzen. Im Flow. Komm in den herausschauenden Hund oder in die Kobra. Wechsel in den herabschauenden Hund. Meine Beine sind wieder hüftbreit geöffnet. Die Fersen so weit wie es geht in Richtung Matte. Spür den Kontakt deiner Fußsohle. Spür den Kontakt deiner Hände. Den Kopf ganz locker lassen. Hier einfach mal rechts und links vor zurück. Oder leicht kreisen, sodass du ganz, ganz locker wirst. Sehr schön. Komm, wir wechseln zur anderen Seite. Einatmen. Linkes Bein nach oben. Mit der Ausatmung an die Außenseite von deinem Ellenbogen. Und zurück. Einatmen. Wechsel unter den Bauch durch. Zur Außenseite rechter Ellenbogen. Und wieder zurück. Sehr schön. Langsam. Nimm den Atem dazu. Nach vorne zur Brust. Einen Moment halten. Und absitzen. Gut. Hinteres Knie ablegen. Den Fuß dazu. Die Arme nach oben lang. Zieh dich nach oben raus. Den Atem spüren. Wahrnehmen. Einatmen. Und mit der Ausatmung. Komm hier wieder in die Bewegung rein. Linke Fußspitze anziehen, bring deinen Oberkörper weit nach vorne.
dich hier lang und komm langsam wieder zurück. Einatmen. Und wieder ausatmen. Die Arme nach vorne lang. Gut, ein letztes Mal. Einatmen. Und ausatmen. Zieh dich hier lang. Lang, 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 Blick zum Boden, die Arme tief bringen und den Oberkörper nochmal weiter in Richtung Bein bringen. Bauchnabel nach innen ziehen, Brustkorb lang, den Blick nach vorne nehmen und langsam wieder lösen. Sehr schön, bring dein linkes Bein hier zurück in der Brettposition, tief. Kobra oder herausschauender Hund, aufrechter Brustkorb, wechsel zurück in den herabschauenden Hund. Bleib hier für einen Moment, lass dein Atem nochmal ganz bewusst fließen. Spür nochmal in den herabschauenden Hund hinein, geh nochmal Stück für Stück deinen Körper durch. Langsam beide Beine nach vorne, wenn ihr wollt, im Sprung oder jedes Bein einzeln nach vorne absetzen. Komm in die Vorbeuge tief, komm ganz nach oben in den Berg und mit der Ausatmung hier wieder tief. Gut, einatmen, komm nach oben, mit der Ausatmung wieder ganz gerade in die Vorbeuge tief. Einatmen, Rücken gerade, mit der Ausatmung die Beine langsam oder im Sprung zurück und tief gehen. Gut. Rechtes Bein hier nach oben mitnehmen. Knie zieht nach vorne Richtung Brustkorb. Setz deinen Fuß ab und bring jetzt dein linkes Bein hier mit nach oben. Gut, dann das Knie Richtung Oberkörper ziehen, Brustkorb öffnen und nimm einmal deinen rechten Arm nach oben. Der rechte Arm dreht weit zurück. Wenn du möchtest, nimm deinen Oberkörper mit dazu. Den Blick mit nach hinten nehmen. Könnt den Blick auch nach vorne gerichtet lassen. Einfach nochmal schauen, wie es für euch möglich ist. Einmal halten. Langsam wieder lösen. Bring deinen Arm wieder zurück nach oben. Wir wechseln. Arm an dein Bein zurücknehmen. Und langsam den Oberkörper nach vorne tief bringen. Gut, hier halt. Bauchnabel wieder nach innen oben ziehen. Und parallel halten. Atem fließen lassen. Und dann langsam wieder zurückkommen. Dein Knie nochmal nach vorne mitnehmen. Langsam das Bein nach vorne strecken. Ist dein Oberkörper aufrecht. Brustbein Richtung Himmel gehoben. Und langsam lösen. Zieh dein Bein weit nach hinten. Rechtes Bein dazu bringen. Und langsam jetzt wieder tief gehen in deinem Flow. Immer deine Variante wählen, Cobra oder auch herausschauender Hund. Und der Wechsel zum herabschauenden Hund. Bleib hier, lange Rücken, Halswirbelsäule locker, Atem fließt.
Einatmen, ausatmen. Dann langsam der Wechsel zur anderen Seite. Linkes Bein weit nach oben. Gut. Jetzt dein Fuß hier nach vorne ab und jetzt kommen wir mit dem rechten Bein einmal nach oben. Und hier halten. Knie weit nach oben ziehen. Gut, linker Arm geht nach oben und dreh dich nach hinten auf. Auch hier wieder, wenn du möchtest, nimm deinen Blick mit nach hinten. Dein Bein bleibt schön weit oben, der Arm zeigt zurück. Gleichgewicht halten. Atem wieder fließen lassen. Und langsam lösen. Gut, dein Bein kommt einmal nach hinten. Der Fuß in deine rechte Hand und komm langsam nach vorne. Gut, spüren dich hinein. Fließender Atem. Durch die Nase einatmen, durch die Nase ausatmen, in der Ujjayi-Atmung. Und langsam wieder lösen, zurück nach vorne kommen. Einmal nochmal das Bein nach vorne lang machen. Hier schön halten, Fußspitze lang, aufrecht im Oberkörper. Einen Moment halten und dann dein Bein wieder weit zurückbringen. Hände tief, linkes Bein mit dazu nehmen. Komm im Flow. Wieder ganz zurück. Bis in deinen herabschauenden Hund. Bring deine rechte Hand unter den Bauch durch an deinen linken Knöchel. Der Blick folgt. Gut, zur anderen Seite wechseln. Wieder zurück in die Mitte. Bring jetzt deine Füße einmal an die Außenseite deiner Matte. Die Ellenbogen ja an die Innenseite von deinen Knien, die Hände hier in die Namaste-Haltung und mach deinen Oberkörper wieder ganz aufrecht. Spür in die Wirbelsäule hinein. Fußspitzen sind leicht nach außen gedreht. Die Ellenbogen an der Innenseite von deinen Knien. Daumen an deinem Brustbein, ganz lang in der Wirbelsäule. Und langsam lösen. Bring deine linke Hand hier in die Mitte tief und öffne den rechten Arm nach oben. Dein Ellenbogen bleibt hier an der Innenseite von deinem Bein. Weit nach oben öffnen. Einmal zurückkommen, den Ellenbogen wieder die Innenseite von deinem Bein nehmen und zur anderen Seite wechseln. Richte dich auf, nimm den Blick mit nach oben und langsam wieder lösen. Jede Seite noch einmal mehr einatmen und ausatmen. Zur anderen Seite wechseln, nochmal einatmen und aus. Sehr gut. Beide Hände wieder auf die Matte bringen. Bring deine Beine im Wechsel oder im Sprung einmal zurück. Komm hier ganz tief, leg dich auf die Matte ab, die Beine ein bisschen öffnen und bring deine Unterarme jetzt auf die Matte. Komm in die Sphinx, Ellenbogen unter den Schulterblättern und den Oberkörper aufrichten. In den Blick nach vorne mit dem Brustbein, dein Herz. Öffnet nach oben und halt den Atem fließen lassen. Schultern locker, Brustbein aufgerichtet.
Nochmal zwei tiefe Ujjayi-Atemzüge. Durch die Nase einatmen und die Nase wieder ausatmen. Und das letzte Mal. Sehr schön langsam tief kommen. Einmal zurückrollen. Komm auf den Po zu sitzen, in die Position des Kindes. Die Arme seitlich nehmen und mach dich hier ganz, ganz klein. Stirn einmal auf die Matte ablegen und lass jetzt nochmal ganz bewusst los. Stirn tief sinken lassen. Den Oberkörper tief sinken lassen. Die Schulterblätter auseinanderfallen lassen. Nochmal in dich hineinspüren und mit jeder Ausatmung nochmal ganz bewusst loslassen. Und komm jetzt nochmal gedanklich zurück an den Anfang der Stunde, zu deiner Intention, zu deinem Wunsch und hol dir diese nochmal in die Erinnerung zurück für einen Moment. Rollen wir ganz langsam nochmal zurück nach oben auf, bringen die Arme wieder nach vorne und wechseln wieder in den Herabschauen. Gut, einatmen, rechtes Bein nach oben, mit der Ausatmung zieh dein Knie nach vorne und bring deinen Fuß nochmal tief, lass deinen Oberkörper tief und bring beide Arme hier weit nach vorne. Blick tief lassen. Lange Rücken. Die Arme sind in Verlängerung zu deinem Rücken. Gut. Bring jetzt die Hände an die Innenseite von deinem rechten Fuß. Den Rücken wieder ganz lang lassen. Spür mal hinein und schau mal, ob du mit deinen Armen noch ein bisschen tiefer kommen kannst. Wenn du möchtest, bleib hier. Wenn möglich, versuch mal, deine Unterarme hier noch abzulegen. Dein rechtes Knie bleibt hier schön an deiner Schulter dran. Richtig bewusst dein rechtes Knie an die Schulter bringen. Wenn du möchtest, bleib gerne hier. Wenn du möchtest, komm noch mal einmal weiter und bring jetzt, tausch mal kurz die Seiten, dass ihr es ein bisschen besser seht, unter deinem Oberschenkel den Arm hier durch. Rechter Arm unter dem Oberschenkel durchbringen und die Hand auf deinem unteren Rücken ablegen. Jetzt die linke Hand dazu, Vorsicht, dass ihr gut steht und bring die Hand hier zu deiner anderen. Eine Variation, ihr könnt natürlich wechseln wieder die Seiten, auch gerne in dieser Position bleiben oder in dieser Position, einfach so wie du dich wohlfühlst, ganz für dich heute auswählen. Sehr schön, löst hier wieder. Bring die rechte Hand an die Außenseite, linkes, rechtes Bein zurückbringen und im Flow kommst du wieder bis in den herabschauenden Punkt. Bleibst hier einen Atemzug und dann wechseln wir zur linken Seite. Einatmen, ausatmen, bring deinen Fuß nach vorne. Die Handflächen wieder an die Innenseite. Oh, einmal die Arme lang machen. Fast vergessen. Den Rücken ganz lang, die Arme ganz lang. Und den Blick zum Boden mitnehmen. Ganz lang der Oberkörper. In Verlängerung die Arme nach vorne bringen. Sehr schön.
Jetzt gehen wir weiter. Die Hände einmal wieder innen absetzen. Dein Knie bleibt hier an deiner Schulter dran. Und wähl jetzt wieder für dich deine Variante. Versuch, wenn du möchtest, eine Position weiter zu gehen. Und die Unterarme ablegen. Wenn du möchtest, bleib hier. Wenn du möchtest, komm noch mal ein Stück mit und bring unter dem Oberschenkel den Arm auf den unteren Rücken. Schau, dass du einen guten Stand hast, löse dann erst deine Hand und bring die Hände zusammen. Rücken lang machen, Blick nach vorne nehmen, lass dich mit der Atmung noch ein bisschen tiefer sinken, spür hinein. Dein Knie bleibt an der Schulter dran und komm langsam aus deiner Position wieder zurück in die schiefe Ebene, in die Kobra oder den heraufschauenden Hund und wechsel zu deinem herabschauenden Hund. Bleib hier für 3 Atemzüge. Bring dann beide Beine zwischen deinen Händen durch, weit nach vorne und komm langsam auf den Po zum Sitzen. Langsam rollen wir uns hier in die Rückenlage. Nehmen die Knie gleich mal dazu und machen uns hier ganz, ganz klein. Rollen von einer Seite auf die andere und geben so der Wirbelsäule eine sanfte Massage, könnt gerne auch den Kopf ablegen, könnt auch das Becken mal kreisen lassen. Und auch die Richtung mal wechseln. Gut, dann langsam zurück in die Mitte kommen und wir gehen langsam in den Schulterstand. Einmal kurz zuschauen. Die Hände kommen hier an, den Po. Blick bleibt immer Richtung Decke gerichtet und wir schieben die Beine ganz weit nach oben. Gut, die Hände greifen nochmal um. Wenn es geht, die Beine ganz weit nach oben. Bleibt jetzt mit dem Blick immer Richtung Decke gerichtet. Dein Atem ganz bewusst fließen. Spür nochmal hinein, ob du deine Beine nochmal weiter Richtung Decke bringen kannst. Und dann gehen die Fußspitzen langsam in Richtung Boden über den Kopf. Ganz langsam in den Flug. Wenn es geht, die Fußspitzen absetzen, sonst die Beine einfach in der Luft lassen. Bring deine Finger hier ineinander und leg deine Arme auf die Matte. Atem geht wieder ganz ruhig. Die Nase ein. Nase aus. Lass jetzt die Knie noch ganz locker neben die Ohren sinken. Und verweile noch einen Moment. Dann rollen wir uns ganz, ganz langsam jeden einzelnen Wirbel zurück auf die Matte bringen. Jeden einzelnen Wirbelkörper wahrnehmen und spüren.
dann die Spannung in deiner Bauchmuskulatur, ganz lange Beine. Und auf den Boden absetzen. Gut, wir gehen in den Fisch. Dafür kommen die Handflächen hier unter den Po. Lass deine Beine ganz lang, Fußspitzen lang. Bring jetzt die Ellenbogen hier, die Unterarme in die Matte rein. Und bring deinen Oberkörper nach oben. Und ganz sanft den Hinterkopf auf die Matte ablegen. Öffne das Brust, Bein. Kopf wieder nach oben mitnehmen und langsam einmal zurück auf die Matte kommen. Gut, die Beine einmal ranziehen hier an den Innenseiten, die Füße greifen in die Happy Baby Pose, Knie seitlich tief ziehen. Langsam lösen, wir kommen in den liegenden Schmetterling, Füße hier aneinander nehmen, Knie nach außen fallen lassen und bring deine Arme über den Kopf auf den Boden, lass die Knie bewusst nach außen fallen, die Schultern sinken sanft in den Boden, in die Matte ein. Wenn du möchtest, schließ nochmal für einen Augenblick deine Augen. Und bring dann langsam die Beine zusammen. Deine Beine lang machen, auf den Boden ablegen und die Arme seitlich. Handflächen zeigen nach oben, Daumen fällt nach außen, die Fußspitzen fallen nach außen und wir gehen noch für ein paar Minuten in die Endentspannung. Wir kommen in die Shavasana. Nimm nochmal deine Atmung ganz bewusst wahr. Mit der Nasenspitze. Wie dein Atem nach innen strömt. Den Hals. Dein Brustkorb hebt sich. Die Rippen weiten sich. Ganz tief bis in den Bauch, die Bauchdecke hebt sich. Und bei der Ausatmung strömt der Atem wieder den ganzen Weg zurück. Die Bauchdecke senkt sich wieder tief und die Rippen finden wieder zueinander. Brustbein sinkt und ganz zum Schluss an der Nasenspitze spürst du nochmal wieder Atem nach draußen geht, deinen Körper verlässt. Lenke die ganze Aufmerksamkeit auf deinen Atem und lass so dein Bewusstsein tief in deinen Körper fließen.
Den Stress, die Sorgen lassen wir alle draußen im Alltag. Jetzt sind wir im Hier und Jetzt und konzentrieren uns immer wieder auf den Atem, auf deinen Körper. Geh nochmal in dein Herz und öffne dein Herz. Ein letztes Mal ruf dir deine Intention, deinen Wunsch nochmal in Erinnerung. Nimm ihn ganz bewusst auf und wahr und schenk dir hier nochmal ein inneres Lächeln. Die Harmonie, die Glücksgefühle in deinem Körper spüren. Wie du dich fühlst, wenn dein Wunsch in Erfüllung geht. Und diese Freude verteilst du mit der Einatmung in deinem ganzen Körper. Vielleicht spürst du ein leichtes Kribbeln in den Fingern, in den Füßen. Vielleicht gehen deine Mundwinkel nach oben. Träum ganz groß. Setz dir große Wünsche und große Ziele. Und dann nimmst du Abschied. Lass deinen Atem wieder tiefer werden. Atmest wieder ganz bewusst tief ein und aus, bewegst die Fingerspitzen und die Fußspitzen und reckst und streckst dich nochmal, so wie es dir jetzt in dem Moment gut tut. Drehst dich hier einmal nochmal in die Seitenlage, lass für einen Moment deine Augen noch geschlossen. Komm dann ganz langsam wieder zurück, nach oben in die sitzende Position, die Augen dabei wieder öffnen, hier nochmal auf den Sitzbeinhöcker zum Sitzen kommen und dann atmen wir nochmal gemeinsam ein, ganz tief einatmen und die Hände schließen, vor dem Brustkorb ausatmen, nochmal ganz tief einatmen und wieder ausatmen. Und das letzte Mal, bring deine Daumen an deine Stirn, dein drittes Auge, für Klarheit in deinen Gedanken, an deine Lippen, an deinen Mund, für Reinheit in deiner Sprache. Und an dein Herz. Möge dein Herz dich immer leiten. Wunderschön, dass du heute dabei warst. Vielen Dank fürs Mitmachen. Namaste. Tschüss und bis bald.